Lederzogen gönnt euch, Haftdeckwasche. Ich weiß es halt in diesem Raum, nimmt es mir nicht übel, das wird sich bald ändern. Ich empfehle euch nebenbei aber, immer jeden Tag zur Post zu gehen und alle 4 Stunden euer Gehalt abzuholen. Mit diesen Punkten könnt ihr nämlich, ich habe jetzt sehr wenig, 123, aber ihr könnt theoretisch hier bei den Aufträgen euch holen, was ihr wollt. Einen Auftrag habe ich aktiv und zwar muss ich in 40 Minuten 130 Abschüsse in irgendeinem Modus machen. Und ich habe für 34 Abschüsse jetzt nur noch 6 Minuten 35 Sekunden Zeit. Dieser Auftrag ist aktiviert, wir werden jetzt Herrschaft spielen und den gewinnen. Wisst ihr mit welcher Klasse? Ich zeig's euch. Diese Waffe ist für mich persönlich besser, okay? Es kann sein, dass jede andere Waffe in diesem Game für euch besser ist. Ich sag nicht, dass sie objektiv die ultimative Waffe ist. Mit Schnellziehen, Griff und ruhiger Hand. Weil Hipfire ist in diesem Game richtig krass, also wenn man aus der Hüfte schon trifft. Das Ganze mit diesem Lolly als Granate. Wenn diese Aufträge nämlich erfüllt, dann kriegt ihr das, was ich hier unten habe. Oh mein Gott, wie schön das aussieht. 9 seltene Vorratslieferungen. Let's go. Was mache ich? Ein Stadtjunge. Sie guckt mich so dumm an, weil ich gerade über sie rede. Ja, mach weiter, Mann. Die daten im Krieg immer noch. Seit 20 Jahren. Bruder, hast du jetzt was? Wallah, ich komm nie wieder, ja. Okay, seht ihr, die Server sind sehr komisch. Hier ist keiner in meiner Lobby und ich werde jetzt ein Game suchen und euch zeigen, warum die SCG eine sehr, sehr gute Waffe ist und warum ihr sie auch mal ausprobieren solltet. Ich sag euch mal, was in meinem Kopf abgeht. Ich sehe ja diese Map hier, geheim. Und ihr wisst alle, da kommt irgendeine Map. Aber ich habe im ersten Moment gedacht, dass wir dann auf so einer Landkarte spielen werden, auf so einem Tisch und wir so richtig klein sind. COD ist geil! Ja, Bruder, Bauer. Warum ich den ganzen Blödsinn hier mache, ist, weil wir jetzt ungefähr so 5 Minuten kein Game finden werden, weil die Server überlastet sind und ich weiß, man wird wahrscheinlich in eine Warteschlange gestellt und ja, ich hole mir kurz was zu trinken. Flag Tower, Leute, let's go. Wenn das Game nicht lange läuft. Es hat gerade erst angefangen, let's go. Okay, jetzt zeige ich euch, was Bad Boy hier kann. Komm her. Dankeschön. Da noch jemand? Nein. Aber jetzt sind wir im Spawn, let's go. Die werden mich jagen hier. Da ist er. Okay, mein Name ist noch ein bisschen rusty. Ihr seht schon, die Waffe hat einiges drauf, oder? Spionageabwehr in der Luft. Wir nehmen jetzt die Flagge ein, holen Capture Kills und holen dann Streaks. Nein! Oh! Ich will den Leuten nur zeigen, wie gut die Waffe ist. Kommt her, ihr kleinen Wiesel. Grabt euch mal aus, was macht der da? What the fuck? Grabt euch aus, ihr kleinen Wiesel. Kommt her. Ich weiß, ihr wollt meinen Scope. Dann kommt einfach rein, da ist einer. Oh. Komm her, Bro. Dankeschön. So, hier muss doch jemand sein, oder? Ich höre hier was. Seht ihr das, wie gut der Hipfire ist? Kommt. Was? Ich wurde so gemeldet, Mann! Da rage ich gerne, wenn ich sowas sehe. Wenn ich sowas sehe, dann weiß ich, ist Bullshit passiert. Schaut euch das an, die kommen nicht raus aus dem Spawn. Kommt raus, Alter. Oh mein Gott, ey. Sind wir in einem kleinen Spawn-Trap oder was? Komm, Granate, mach alles. Dankeschön. Ist das die Siegessäule? Was? Einen Moment. Chill mal, warte. Sieht aus wie die Siegessäule. Stand in Berlin auch so ein Flag Tower? Ich weiß, dass in Österreich einer stand, aber in Berlin auch. Okay, lass uns die Maulwürfe aus ihrem kleinen Haus rausholen. Der hat mich fast gemeldet, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. So, wir holen B. Oh. Die könnten von überall kommen gerade. Da kommt auch schon einer. Der hat zum Glück ein bisschen gechoked. Kommt hier jemand? Nee. Da ist jemand. So, wir haben B. Let's go. Okay, wir müssen uns entscheiden. Wir gehen hier rein. Wir infiltrieren die. Aufklärungsflieger kommt genau perfekt. Die spawnen hier. Jetzt bin ich im Spawn. Kommt her. Okay. Easy. Komm her, genau dich will ich haben. Zack. Oh, gut geaimt mit der Lenkbombe. So, da wird jemand kommen. Weg. Der auch weg. Dann gehen wir hier kurz hoch und holen uns die Leute, die hier spawnen. Kommt rein. Eins. Sie nehmen Charlie ein. Okay, da habe ich ein bisschen gechoked, aber er hat auch gut gechoked. Und darum ist die so gut, Leute. Es ist eine AR, okay? Und trotzdem kann man auf kurze Distanz Leute gut wegholen, auch wenn sie eine SMG haben. Wenn man die AR gut beherrscht und vor allem im Hipfire 4 spielt, dann hat man gar nicht so einen großen Nachteil. Und man kann trotzdem weiterhin auf Entfernung jeden wegholen. Es ist so gestört, die Waffe ist so krank, ne? Ich zeig euch jetzt die kurze Distanz. Schaut euch das an. Wenn ihr Hip feiert, dann holt ihr die easy weg. Let's go, Alter.
Krass, Alter, der ist echt gut. Wisst ihr was, Leute? Die Server sind eh instabil. Man findet nur eine Lobby und dann sind es Leute, die keine Seele und kein Herz haben. Deshalb zeige ich euch jetzt ein Gameplay, was ich vorher aufgenommen habe auf Aachen. Gönnt euch auf jeden Fall das Gameplay. Da sind richtig gute Szenen dabei. Richtig gutes Movement. Secondary Kills, Triple Kills, Quad Kills, alles drin. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns. Artillerie bereit für Befehle. Wartet auf Koordinaten. Wir halten Charlie. Komm, Bombe, komm. Komm, Bombe. Hol den paar Kills. Let's go, Alter. Genau so muss es sein. Wenn jetzt noch die Artillerie ein paar Kills macht, ist alles gut. Oh. Ah, fuck. Oh. 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 Ah, Snipe? Nein, wie sie guckt. Das hasse ich an dem Game. Guckt euch das an. Die chillen im Spawn einfach, die ganze Zeit. Nehmen B ein. Nicht cool. Okay. So. Der ist erledigt. Weiter hier durch. So. Jetzt sind wir im Spawn. Let's go. Pass auf, der hinter mir wird auch noch durchkommen, oder? Nee, aber sein Kumpel. Hier war noch jemand irgendwo. Okay, jetzt ist Spawn Action, Baby. Komm. Komm mir entgegen. Bitte. Hier drin war jemand. Wo ist er? Ist er durchgegangen? Nein, er ist echt durchgegangen. Ja gut, hol den weg auf C. Ich will hier im Spawn weiterspielen. Der Feind hält alle Positionen. Nein, ich hab fast gechoked. Hinter mir können die auch kommen. Die können gerade von überall kommen. Meine Fresse. Triple Cap. Ist nicht euer Ernst, Leute. Ernsthaft Triple Cap? Nein. Oh. Weg, 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 weg. Okay. So, da ist auch ein Snipe. Nein, was? Es kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so spielen? Wie kann man so kleine Eier haben? Mein Team natürlich wieder on point. Schaut euch das an. Moment, ich hole erstmal diesen Typen hier weg. Mein Team. So schlecht. Jedes Mal, in jedem COD. Aber okay, komm, wir versuchen hier noch was zu reißen. So. Oh, nein. Nicht gut. Nicht gut. Ja, let's go. So, jetzt deren Granate überleben, danke. Werden noch mehr Leute kommen. Boah, die Artillerie, warum? Oh nein! Warum ist die Artillerie so schlimm, dass sie mein Bildschirm sogar kaputt macht? Mann, mein Feed ist weg. Sogar mein Feed geht weg. Bei unserer eigenen Artillerie, was? Wer ist auf die Idee gekommen? Wer bei Sledgehammer hat gesagt, oh, ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, da hinten. Hier auch. Oh nein. Nein. Okay, push mich. Push mich. Hopplay. Raus hier, raus hier. Ah, die spawnen hier. Lenkbombe raus. Kein guter Platz, um eine Lenkbombe zu aktivieren. Da pusht mich jemand unten. Er hat mich. Naja, egal. Egal. 35-6. Komm, wir holen hier das 50 plus. Dann wäre ich schon zufrieden. Wenn wir hier 50 Kills hätten. Okay, nicht mal ein Assist. Das heißt, mein Teammate hat es nicht geschafft, ihn zu holen, obwohl er so weak war. Nein! Ich habe aus Versehen das Bajonett aktiviert. Fuck. So. Aktiviert, als wäre es so ein Pokémon. Oh, das ist echt zu risky, was hier passiert gerade. Alles. Nein, da ist auch einer. Drecksnipe. Drecksnipe. Durch. So, jetzt konzentrieren die sich auf B. Sehr gut. My time to shine. My time to shine. Nein. Ich bin's da. Ich bin so one-shot. Nein. Mach 40 Kills, komm. Wir holen uns die 50 Kills hier. Wenn nicht sogar 60. Aber ich will kein Auge legen. Ich sehe es so selten, dass der Spawn wechselt. Vielleicht 2-3 Mal in einem Herrschafts-Game. Aber das war's dann auch schon. So, wir müssen jetzt durch. Hier eine Nate. Da war noch jemand. Nein, der kommt von da rein. Da wollte ich ihn nicht drin haben. Ah! Okay, die Nate überlebt. Nein, nein, die sind überall. Okay, so, wir chillen jetzt hier. Teammate wird down gehen, hoffentlich. War es ein Granatwerfer? Wie spielen die bitte? Wie spielt ihr? Weg, 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 weg. Okay. Dann konzentrieren wir uns lieber auf diese Ecke hier. Nein, Spaß, wir gehen jetzt zurück. Wir holen uns die. Let's go. Okay,
Jetzt rein aim hier. Keiner da. Hier wird aber jemand kommen. Den haben wir. Den haben wir. Oh, da ist auch noch jemand. Irgendwo da. Da hinten. Ah, ich habe keine Nade mehr. Das wäre jetzt huge. Oh, hinter mir. Wir sind im Vorteil. Von überall. Fuck. Jetzt will ich nur noch das Game gewinnen. Und wir haben zwei Flex. Jetzt nehmen wir sogar B ein und die nehmen ihre Homeflag ein. Das heißt, wir kehren jetzt zurück zur normalen Situation. Gönnen uns hier wieder die Gegner. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Komm. Danke. Sehr schön. 56-14. Let's go, Alter. Und die verlieren zu 187. Das ist einfach Schicksal. Guckt euch mein Team an. Wir waren sogar nur 5 Leute. Nice Play. Komm, hol noch den Camper weg. Gehört das dazu? Nein, oder? Doch. Oh, nice, Alter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.